A, B, C, D, E, F, G, H, I love you still anymore. Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein Abschlussvideo, nämlich der Sommerabschluss. Wir gehen jetzt in eine kurze Sommerpause und sind im September wieder für euch zurück. Und was wäre passender als eine Einschulungstorte? Unsere Tochter Ella ist ja schon 6 Jahre alt und kommt im September in die Schule. Und das Video ist echt ein bisschen schwierig für mich, weil ich weiß, dass mein kleines Baby einfach kein Baby mehr ist, sondern jetzt vom Kindergartenkind zu einem Schulkind heranwächst. Und wir hatten jetzt gerade so den Kindergartenabschluss und haben wir Schulranzentanz gemacht und meine Erzieherin, die ich schon früher in meiner Kindergartengruppe hatte, hat auch den letzten Tanz mit Ella gemacht. Das war schon, da lagen lauter Zwiebeln hier oben auf diesem Kindergartenfest. Ich habe die ganze Tränen in den Augen gehabt, ich weiß auch nicht. Jedenfalls gibt es heute eine Einschulungstorte für Ella, denn ihr habt ja auch gerade Einschulungszeit und ich weiß, in anderen Bundesländern ist alles immer ein bisschen früher als hier in Baden. Deswegen gibt es heute die Torte und ich würde sagen, ich starte zuerst einmal damit und werde ein bisschen Dekoration herstellen aus Fondant. Also optisch stelle ich mir die Torte so vor. Ich backe eine runde Torte, die relativ hoch ist, also vom Durchmesser her eher schmal. Das Ganze wird dann mit dunklem Fondant überzogen und soll so ein bisschen wie eine Tafel aussehen. Also muss ich dieses Schwarz oder dieses Dunkelgrün einfach so ein bisschen mit Stärke abreiben. Darauf kommen ganz viele bunte Buchstaben, unter anderem das ABC und natürlich die Buchstaben vom Namen Ella. An die Seite der Torte möchte ich ein paar Teile hinmalen mit weißer Farbe, entweder auch ein ABC, ein bisschen Plus-Minus, Rechenaufgaben. Auf die Oberfläche kommen dann noch einzelne modellierte Bücher und ein kleiner Bücherwurm. Ich glaube, das wäre ganz süß. Also starten wir jetzt erstmal mit den Buchstaben und das Innenleben. Da frage ich Ella erst nach, was die Torte schmecken soll und dann bauen wir noch das Innenleben zusammen. Dadurch, dass ich jetzt hier CMC-Pulver, also Zellulose, in den Fondant geknetet habe, werden die Buchstaben auch schön fest und die können richtig gut aushärten und ich kann sie später überall hinstellen. Und dann könnt ihr auch wirklich so aus Fondant modellierte Teile mehrere Wochen aufbewahren. Das ist immer ganz cool. Wenn sie komplett durchgetrocknet sind, sind sie schön fest, gehen nicht mehr kaputt. Mein Essen tun wir sie sowieso nicht und dann kann man immer schön alles dekorieren. Und alle Buchstaben, die ich hinlegen werde, mache ich jetzt einfach ein bisschen dünner, dann wird es nicht so dick. Für den Bücherwurm nehme ich jetzt hier ein Stückchen Grün, dann forme ich eine lange Rolle draus, dann schneide ich sie in gleichmäßige Stückchen zu, forme sie dann zu einer schönen Kugel und lasse sie kurz antrocknen. Und ein Teil davon wird der Kopf und da kommt jetzt das Gesicht drauf. Jetzt bin ich die ganze Zeit das Weinen verkneifen. Mein Kind kommt in die Schule. Ich war doch erst schwanger. Die ganze Zeit waren die Einschulungstorten halt immer so. Weißt du, es war einmal für Samira, das war schon schwierig. Und alle anderen Einschulungstorten waren halt so für euch, für eure Kinder. Und jetzt kommt die Einschulungstorte für Ella und das ist schon für mich ein bisschen schwierig. Ja. Mamis verstehen mich. Dann habe ich jetzt hier dieses süße Würmchen und diese Kugel hier vorne, das wird der Kopf. Da machen wir jetzt noch kleine Öhrchen dran. Die forme ich aus 2 kleinen Kugeln, forme dann Tröpfchen. Dann nehme ich mir hier so ein Werkzeug, am besten eins mit einer Spitze. Dann hier oben eine kleine Öffnung und hier eine kleine. Bisschen S-Bahn-Kleber rein. Hui, süß.
Oh Gott. Oh Gott. Und mit einer Lochtülle könnt ihr noch den Mund einprägen. Ich habe jetzt hier weiße Modelliermasse und die rolle ich jetzt 1 Zentimeter dick aus. Und daraus kann ich dann Rechtecke schneiden und das ist dann das Buchinnere. So, schön gleichmäßig, denn bei mir in der Schule wären alle Bücher gleich groß und gleich dick. Schön gleichmäßig, alles gleich groß. So, dass alles im Regal zack, zack, zack gleichmäßig ist. Ja. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier noch die Seiten so ein bisschen einprägen. Einfach mit einem Messer. Dann sieht es aus wie so ein bisschen Buchseiten. Dann lasst ihr die hier jetzt kurz trocknen und könnt in der Zwischenzeit den Buchumschlag machen. Dafür einfach die benötigte Farbe weich kneten, 5 mm dick ausrollen und dementsprechend zuschneiden. Hier einfach die Farbe ein bisschen größer zuschneiden. Und dann jetzt hier ein bisschen Kleber aufstreichen und das Buch zusammenkleben. Dann könnt ihr jetzt gerne eure Bücher noch personalisieren. Entweder schneidet ihr aus weißem Fondant noch ein Rechteck zu und klebt es oben drauf und könnt dann auch zum Beispiel mit Lebensmittelfarbstiften was draufschreiben. Oder ihr könnt hier diese Prägebuchstaben auch nehmen und zum Beispiel ein M für Mathematik und ein D für Deutsch. Also da könnt ihr einfach gerne so gestalten, wie ihr möchtet. Ich mache jetzt, glaube ich, ein paar mit Buchstaben und ein paar mit Etiketten. Dann war's das. Ich habe hier zum Beispiel diese ganz kleinen Buchstaben. Damit sticht man den Fondant aus. Ein bisschen glatt streichen, damit die Ränder schön sauber sind. Dann ein bisschen Kleber drauf streichen und aufs Buch direkt aufdrücken. Also bei mir war früher Mathe blau, Deutsch war gelb und Rot war, glaube ich, Sachunterricht. So war es bei uns. Hi, Ella. Hallo. Ich mache deine Einschulungstorte. Ui. Wonach soll die denn schmecken? Rice Krispies. Wie? Ich verstehe dich nicht. Rice Krispies mit Marshmallow. Okay. Und Schokolade. Okay, dann mache ich dir Rice Krispie mit Marshmallow und Schokolade. Vielleicht auch Erdbeer? Ja. Ja. Erdbeer? Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Gut. Also Erdbeer und Blaubeer. Ja. Ja. Okay. Gut. Gut. Freust du dich auf die Einschulung? Ja. Okay, wirklich. Gut. Gut. Kann ich dir helfen? Ja. Beim Aufräumen. Jetzt. Okay. Thank you.
Dann kann ich die jetzt trocknen lassen und starte am besten morgen aber erst mit meiner Torte. Ellas Dekorationen sind angetrocknet. Heute geht es darum, dass ich jetzt die Böden vorbacke. Und Ella hat sich ja gewünscht, eine Schokoladentorte mit Rice Krispie, mit Schokolade, mit Erdbeer. Und natürlich erfülle ich ihr diesen Wunsch. Also werde ich jetzt hier Ellas Torte aus 5 Bestandteilen zubereiten. Zum einen backe ich Mandelrührteigböden, die mit Schokolade verfeinert sind. Dann kommt darauf eine Schokoladencreme, die richtig lecker ist. Das Ganze wird dann gefüllt mit richtig knusprigem Rice Krispie. Darauf kommt, wie von Ella gewünscht, die Erdbeermasse und so fülle ich quasi die ganze Torte. So wird sie richtig schön saftig, cremig und vor allem sehr lecker. Die Torte wird dann außen mit der übrigen Schokoladencreme bestrichen und damit dann das Eindecken mit Fondant einfacher wird, kommt am Ende noch eine Ganache drüber. Deswegen habe ich jetzt hier mein Rezept ausgepackt von den Mandelrührteigböden. Diesmal mit Schokolade, also Kakao. Statt Mandeln könnt ihr auch gerne Haselnüsse verwenden. Ihr könnt auch Kokosraspeln nehmen. Ihr könnt statt Buttermilch auch gerne einen Kakao nehmen zum Beispiel. Und wirklich so dafür sorgen, dass der Kuchen eben an Geschmack gewinnt. Ich werde das Ganze in 2 Backringen backen. Ich zeige euch mal kurz die Grundzutaten. Dafür braucht ihr 6 Eier, eine Prise Salz, 300 Gramm Zucker, Vanilleextrakt, jeweils 300 Gramm Buttermilch und Sonnenblumenöl. 400 Gramm Mehl plus Backpulver oder ihr verwendet mein Backmehl, 200 Gramm gemahlene Mandeln und 50 Gramm Kakao. Ella, komm mal rum. Komm mal hier, mein noch Kindergartenkind, bald Schulkind. In 2 Wochen. Also Ella, du hast ja gesagt, du willst einen Schokokuchen mit Rice Krispie, Marshmallow, Schokolade und Erdbeer. Mhm. Das ist für mich halt immer schon so ein bisschen eine Challenge, den Kindern dann auch den Kuchen so zu backen, wie er ihnen schmeckt. Und ich habe jetzt hier die Zutaten und backe heute die 2 Böden vor, ja? Und dann lassen wir den Kuchen schön auskühlen und dann kümmere ich mich entweder später oder morgen früh noch um die Füllung. Ja, dein Gesicht ist ganz witzig da drauf, meinst du auch? Guck. Hat man entweder eine hohe Stirn oder ein langes Kinn? Also, ich gucke immer, dass ich bei Motivtorten mir die Aufgaben aufteile. Das heißt, den einen Tag habe ich die Deko zubereitet. Das könnt ihr auch 2-3 Tage vorher machen. Dann backt ihr den Kuchen und lasst ihn gut abkühlen und am besten am nächsten Tag einfach füllen, dekorieren Mama, und fertig. Mama, ja. Guck mal meinen Kopf. Ja, okay, ich fange kurz an und lege hier mit dem Teig los. Ich wasche mir schnell die Hände und dann kann ich dir helfen. Ja. Haben wir Spaß beim Backen? Ja. Gut. Und los geht's. Alle auf einmal, alle auf einmal. Alle auf einmal rein, Schatz. Alle. Ella. Sind die Eier auf Zimmertemperatur? Ja. Du bist so ein Experte. Mach ruhig alle auf einmal. Da kommt der Zucker dazu. Salz und Vanilleextrakt. Du bist halt ein schwäbisches Kind, gell? Immer schön sparsam. Aber willst du, dass der Kuchen nach Vanille schmeckt? Okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. 2 Vanilleextrakt. Und jetzt verrühren. Und da muss man jetzt aufpassen. Jetzt mit den Haaren weg, mit dem Kopf, nicht, dass die Haare sich verfangen, gell? Deswegen immer die Haare zurück. Und die Fingerchen weg. Am besten kurz von der Maschine weggehen. So lange können wir was spielen. Ja. Wie geht der Tanz von Samira? Wie ging das? So? So? Nein, warte. Schnick, schnack, schnack. Schnick, schnack, schnack. Eins, zwei. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ah. Schnick, schnack, schnuck. Ah. Boing! Knick, knack, knick.
Du gewinnst ja immer. Okay. Oh mein Gott. Das ist auch eine Vanillecreme. Dann schmeckt es nach Vanilleeis. Ja. Und später kommt Kakao rein. Ich mache mal höchste Stufe hier. Und jetzt 10 Minuten rühren. Mama, wann ist sie fertig? 9 Minuten. Sieht's gut aus? Mama, ich habe die Chefkochsachen geholt. Gut. Okay. Aber Ella, jetzt musst du schneller reinschütten. Ja. Ups. Was ist das? Buttermilch. Schmeckt die? Ja, probier. Schmeckt ein bisschen nach Zitrone. Jetzt kommt Sonnenblumenöl in die Röhre. Dann dürft ihr die Zutaten verrühren. Jetzt Mehl und Backpulver oder Bauers Backmehl. Und zum Schluss Mandeln und Kakao. Und jetzt nicht zu lange rühren. Danke. Probierst du auch? Ja. Dann probiert mal ihr zwei. Und sagt mal, ob Mamas Rezept okay ist. Oh ja, du machst aber spannend. Schmeckt's? Ja? Schmeckt sehr gut oder nur so okay? Danke. Dir auch einen Daumen hoch geben. Danke für den emotionalen Gefühlsausbruch. Danke. Danke für dein Lob. Och. Jetzt weiß ich, dass es dir richtig gut schmeckt, gell? Mein Spatz. Egal. Okay, dann habt ihr jetzt hier euren leckeren Schokoladenteig. Und der Kuchen wird jetzt 20 cm groß. Damit er gleichmäßig durchbackt, backe ich ihn in 2 Backringen. Das ist ja ein sehr flüssiger Teig und deswegen solltet ihr eure Backringe immer in Backpapier einschlagen, damit nichts ausläuft. Wobei es ja wirklich mit dem Lochblech, mit dem Premium-Backblech immer eine tolle Kombi ist, weil das Backblech eben ganz eben ist. Wir haben uns jetzt aber was Neues überlegt tatsächlich, damit man auch kein Backpapier mehr verwenden muss, haben wir hier so Springformböden gemacht. Und zwar sind die so, haben wir jetzt in 3 Größen und das verhindert quasi auch das Auslaufen. Und da haben wir auch so eine Backfolie dazu, die ist quasi auch wie das Dauerbackpapier, wie die Dauerbackfolie wiederverwendbar. Und dann kann man das hier so schön reinklemmen, den Tortenring, und dann läuft es auch nicht aus, gell? Dann spart man sich so das Einschlagen. Und jetzt verteilen wir den Teig da drinnen und dann wird das Ganze gebacken. Mama, kann ich machen noch? Ja, komm zusammen und los. Mama, ich habe extra einen pinken hergeworfen. Oh, Entschuldigung, ich habe den pinken Teigschaber nicht benutzt. Oh, dann was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir jetzt mit dem? Angucken. Nur angucken? Okay. Du kannst ihn so lange halten, ja? Okay, sie guckt ihn an. Die ist diszipliniert da, die Ella. Jetzt läuft sie um die Ecke zum Abschlecken. Gut, Ella, wir sind dann fertig. Ja, das muss er jetzt erstmal backen. Das machen wir jetzt heute nicht mehr weiter.
Heute geht's mit Ellas Torte weiter und Ella mag ja Erdbeeren ganz gerne, deswegen koche ich hier gerade Erdbeeren ein, tiefgefrorene mit etwas Zucker und Tonkapaste. Einfach so lange, bis die Flüssigkeit verkocht ist. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen verkürzen, wenn ihr Agar-Agar dazu gebt, aber ich möchte schon, dass es einfach so, ein schönes Erdbeerpüree wird, denn je weniger Wasser drin ist, umso mehr Geschmack habe ich eben auch. Das kocht jetzt hier schön vor sich hin. Und dann gibt es gleich eine Buttercreme. Dann nehme ich einfach die Buttercreme zum Anrühren und habe die jetzt bereits mit Wasser angerührt. Und da kommt dann die Butter mit rein. Und weil es eine Schokoladencreme werden soll, habe ich hier noch 200 Gramm Zartbitterschokolade. Und die schmelze ich jetzt einfach da drauf. Nutze einfach hier die Hitze aus. Könnt ihr aber auch in der Mikrowelle schmelzen. Aber wenn ich hier schon was habe, was kocht und blubbert, und das nicht da rein. Ja, funktioniert. Geht. Einfach kurz schmelzen. Darf nur nicht zu heiß werden. Dann sind die Erdbeeren gleich soweit, die Schokolade ist auch geschmolzen und ich kann jetzt schon mal die Butter ganz weich rühren. Die sollte so etwa 5 bis 10 Minuten weißcremig verrührt werden. Die Buttercreme muss eine halbe Stunde ziehen und dann passt es gleich perfekt. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be. Wie geht's weiter? Only stronger, I wanna be daylight. I see it in your eyes. Daylight. I wanna be just you and me, more than sunlight. Yeah, there. Daylight in your eyes, in your eyes, in your eyes. I wanna be daylight in your eyes, I wanna be in love. Achso, ich muss die Maschine anmachen. Jetzt ist die Butter richtig schön weißcremig und da kann ich jetzt quasi die Buttercreme hier reinrühren und eben auch die Zartbitterschokolade. Jetzt ist die Buttercreme fertig und ich werde Ella noch den Wunsch erfüllen. Sie wollte ja so ein bisschen Rice Krispies dabei haben. Marshmallows packe ich jetzt nicht mit rein, aber ich habe mir überlegt, wie so eine Art Schoko-Crossies, also so ein bisschen Knusper, mit in die Torte zu bringen. Deswegen habe ich jetzt hier 150 Gramm Zartbitter-Kuvertüre, 50 Gramm Rice Krispies, also diese Schoko-Crispies. Dann habe ich hier Crisp Pearls, die dunklen, 50 Gramm und 50 Gramm Mandeln. Ich habe jetzt hier schon mal 100 Gramm Schokolade geschmolzen, einfach hier über dem Wasserbad, Mikrowelle geht auch. 50 Gramm gebe ich jetzt zum Herunterkühlen noch dazu, zum Vorkristallisieren sozusagen und temperieren. Und das jetzt einfach hier schön einrühren. Dann kommen jetzt die Rice Krispies und Mandeln mit rein. Und dann streiche ich das hier einfach auf eine Backfolie, tue das so ein bisschen verteilen und lasse es aushärten. Und dann hole ich jetzt schon mal meine Tortenböden, die habe ich nämlich im Kühlschrank gelagert, schön abgedeckt, damit sie durchkühlen und ich sie schön durchschneiden kann. Und hier könnt ihr gerne noch die Crisp Pearls drüber geben.
Dann kann die Torte jetzt gefüllt werden. Ich habe die Tortenböden, Buttercreme mit Schokolade, die Erdbeermasse und die Rice Krispies. Perfekt. Und jetzt streiche ich immer so ein bisschen Buttercreme auf den ersten Boden. Dann kommt da, ich hätte vielleicht mit Erdbeer, egal. Dann kommt da ein bisschen Erdbeer drauf. Ich hätte vielleicht erst Erdbeer, dann Buttercreme, dann Rice Krispies. Ach, füllt sie einfach so, wie ihr wollt. Egal. So oder so wird sie gut. Ja, ich mache erst Erdbeer und dann lasse ich es halt beim ersten Boden weg. Und das wird so ein bisschen drauf gebröselt. Und dann fülle ich so halt jetzt die gesamte Torte, gell? Die Torte schließe ich dann mit einem Tortenboden ab, der schön gerade und glatt ist. Falls es euch nicht so gut gelingt, Torten gerade zu füllen ohne Tortenring, nehmt auf jeden Fall einen Tortenring dazu. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Buttercreme übrig, die streiche ich hier jetzt noch so an den Rand. Und dann werde ich eine Ganache herstellen, aber die Torte kommt jetzt eh erstmal in den Kühlschrank. Und die Ganache wird auch mit Zartbitterschokolade und Sahne gemacht. Und die zeige ich euch jetzt nicht, weil dazu habe ich schon viele Videos und das Grundrezept gibt es auf meinem Kanal. Das heißt, die Torte kommt in den Kühlschrank, damit sie schön fest wird für etwa 2 Stunden und dann geht es danach weiter. Und jetzt ist es nicht mehr viel, jetzt sind wir fast so gut wie fertig. Wir wollten dich nicht in deinem ASMR-Moment mit deinem Schwamm stören. Ich dachte, du genießt. So angenehm. Die Torte ist jetzt gut durchgekühlt. Ich habe da auch einfach einen Tortenring drumherum gesetzt. Und dann da noch die Folie, die kann man auch immer wieder benutzen, die wasche ich nämlich einfach. Ah ja, da habe ich sie erst zu klein geschnitten, dann habe ich noch eine größere drauf. Sehr gut, so sieht es gut aus. Und jetzt werde ich die Torte einmal auf die Ganaching Boards legen. Und was hier ganz gut ist, ich habe ja diesen neuen Springformboden und der ist ein bisschen kleiner als 25 cm oder als 20 cm, ich habe hier 20er. Und das ist jetzt ganz gut, weil ich dann die Ganache schön auftragen kann. Also da haben wir einfach echt mal gut mitgedacht und haben die etwas kleiner gemacht, damit jetzt die Torte mithilfe der Ganaching-Platten perfekt eingestrichen werden kann. Das seht ihr hier jetzt ganz gut. Wartet, ich lege es kurz an. Sieht man jetzt hier ganz gut, da ist einfach so ein schöner Rand. Das heißt, oben und unten kommt jetzt ein Ganaching-Board drauf und dann bekommt ihr nämlich gleich eine perfekt eingestrichene Torte ohne zu viel Arbeit. Das heißt, da habt ihr einfach ein bisschen Zeit und Arbeitsersparnis. Jetzt nehme ich hier die Ganache, die war jetzt hier bei Raumtemperatur gestanden. Die ist schön streichfähig und das Gute ist, die Torte ist schön kalt. Das heißt, die Ganache wird daran richtig schnell fest. Anfangs habe ich sie immer gerne noch ein bisschen flüssiger. So für diese kleinen Lücken, die hier sind. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie dann kurz in den Kühlschrank stellen, aber eben nicht so lange. Und jetzt erstmal eine Schicht auftragen. Und wenn ihr es dann abgezogen habt, sieht es so aus, dann sieht man hier unten ganz gut, hier ist noch eine Lücke oder zum Beispiel hier oben oder da vorne am Rand. Aber so kann ich die Torte erstmal ganz kurz kühlen. Das dauert jetzt 5 bis 10 Minuten Maximum. Man sieht ja auch schon, dass die Ganache richtig schön anzieht. Und dann kann ich mit der restlichen Ganache, die ich vielleicht noch mal ein bisschen flüssiger oder ein bisschen erwärme, damit sie einfach flüssiger ist, kann ich hier noch mal ausgleichen, abziehen und dann ist sie perfekt. Und das Ganze eben nur in 2 Arbeitsschritten. Geht ganz einfach. Wenn ich mir so überlege, wie ich da früher immer, bis die Torte mal gerade war, das war eigentlich immer so der schwierigste Part, dass die einfach schön gerade ist und schöne Ecken hat. Und jetzt geht das alles ein bisschen schneller. Jetzt nehme ich das obere Ganaching Board ab. Einfach mit einer Palette vorsichtig ablösen.
und dann die Oberfläche auch glatt streichen. Da brauche ich jetzt auch noch ein bisschen so als Untergrund für den Fondant. Also ihr seht, immer erst schön den Rand, dann die Oberfläche und wenn die Oberfläche gemacht ist, einmal am Rand entlang und den Rest zieht ihr mit einer Palette einfach zur Mitte hin und dann ist die Torte perfekt gerade. Und wenn ihr noch ein paar Probleme habt beim Torte glattstreichen, einstreichen, dass sie gerade wird, dann schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare, da mache ich gerne nochmal so ein Basic-Video dazu, wo wir wirklich so Schritt für Schritt erklären. Dann kann ich jetzt die Torte noch mal kurz in den Kühlschrank stellen, meinen Fondant schon vorbereiten und schön weich kneten. Und damit das Ganze eine Tafeloptik wird, nehme ich einfach etwas Grün und Schwarz, damit ich ein schönes Dunkelgrün habe. So, damit ihr es jetzt alle wisst, ich hasse Fondant kneten. Hasse ich einfach. Ich will seit 10 Jahren eine Fondant-Knetmaschine. Das tut mir in den Fingern weh. Und das ist so anstrengend. Da könnt ihr richtig ausflippen. Richtig wütend. Ich hasse Fondant. Wer hat sowas erfunden? Tolga, ja, ich komme. Kannst du bitte Fondant kneten? Ja, meine Finger, die machen das nicht mit. Vor allem, wenn man Farben mischt, dann sieht man ja, wenn man es nicht richtig verknetet hat. Aber zum Glück habe ich starke Männer und Frauen in meinem Team, die mir jetzt Fondant kneten. Falls ihr auch ein Praktikum hier bei Sallys Welt machen möchtet und ihr sehr gut hier Fondant kneten könnt, dann kommt gerne vorbei. Schickt mir eure Bewerbung unter www.sallyswelt.com. Ja, das ist eine richtig schöne Tafelfarbe, würde ich sagen. Und jetzt wird der Fondant auf Bäckerstärke ausgerollt. Das ist eine Stärke aus Kartoffeln. Und das ist eine reine Kartoffelstärke, ist schön pulverig, wie man sieht, und die klebt dann später nicht am Fondant. Und das ist richtig gut. Und jetzt einfach schön gleichmäßig ausrollen. Jetzt die Torte gern mit bisschen Backtrennspray einsprühen, damit der Fondant haften bleibt. Und die Fondantdecke drüber ausrollen. Und dann nehmt ihr hier immer einen Strang in die Hand, also so ein bisschen die Fondantdecke. Die eine Hand zieht den Fondant weg und die andere streicht von oben nach unten glatt. Immer so ein bisschen so eine Geduldsarbeit. Aber auch wenn es so aussieht, als würde dieser Fondant niemals glatt werden, einfach geduldig weiterarbeiten, von oben nach unten glätten, dann wird er schön glatt. Jetzt schneide ich hier kurz großzügig erstmal den Rand weg. Mich nervt es gerade ein bisschen, dass hier oben so eine kleine Welle ist, weil ich den Fondant zu lange habe aufgerollt liegen lassen. Ich mag es eigentlich nicht, den so aufzurollen, aber es ging gerade nicht anders. Den kann ich einfach zusammenkneten, luftdicht verpacken und wieder nächstes Mal weiter benutzen. Und jetzt mache ich einmal kurz upside down, denn die Ganaschenplatte unten drunter, die muss noch weg. Die ist echt rutschig. Huh. Yes or no? Wag ich's? Ja. 1, 2, 3. Oh Gott. Puh. Geschafft. Yay. Yay.
Und wenn die Torte sowieso schon umgedreht ist, ist immer perfekt, weil man sie dann auch schön glätten kann, sodass die Ränder wirklich gerade werden. Also einfach mit so zwei Tortenglättern. Zack, zack, zack. Und hier unten könnt ihr dann immer diesen Übergang richtig schön gerade machen. Also so nach unten ein bisschen. Dann habt ihr so eine richtig schöne Kante. Jetzt nehme ich meine Tortenplatte, auf der werde ich später die Torte nämlich servieren. Finde ich einfach immer ganz schön. Puh. Wow. Das war der Punkt, an dem ich entspanne, weil ich weiß, meine Torte ist mit Fondant überzogen und sie sieht auch nicht so schlecht aus. Da oben die kleine Macke, die nervt mich, aber da kommt ja jetzt eh gleich Deko drauf. Und jetzt kann ich die Torte in den Kühlschrank stellen. Ich stelle Fondant-Torten immer in den Kühlschrank, das werde ich auch immer gefragt. Allerdings decke ich sie nicht mehr ab. Also da kommt jetzt keine Tortenhaube mehr drauf, weil ansonsten der Fondant nämlich schwitzen würde. Und jetzt kommt die in den Kühlschrank. Ich kann hier aufräumen, kurz eine Mittagspause mit Ella machen und dann wird die Torte gleich fertig dekoriert. Eieiei, ist da etwa mein Schulkind? Hm? Und da ist Mathe oder Deutsch? Ja, Mathe, Deutsch. Dann können wir dir noch andere Fächer draufschreiben. Und die Tafel können wir auch gleich zusammen beschriften. Okay. Was schreiben wir drauf? Das überlegen wir uns jetzt noch. Hm? Möchtest du kurz den Kühlschrank öffnen? Okay. Danke. Den rechten. Dann wird jetzt die Torte fertig dekoriert. Ich habe hier weiße Lebensmittelfarbe, so Pulverfarbe. Die könnt ihr mit Wasser oder zum Beispiel mit einem Alkohol anmischen. Und jetzt werde ich hier so ein paar Linien drauf zeichnen und mache das, glaube ich, einfach mit so einer Karte. Habe ich mir überlegt. Vielleicht klappt's. Vielleicht auch nicht. Werden wir gleich sehen. Soll ja eine Tafel sein. Klappt. Das, meine Lieben, ist die Erstklässler Lineatur. Ja, da machen wir jetzt gleich eine lateinische Ausgangsschrift hin, ja? Das Abitur. Okay. Und dann machen wir noch eine Plus-Minus-Rechnung und noch eine grafische Zeichnung. Dann schreibe ich jetzt mein erster Schultag. A, B, C, D, E, F, G, H, I love you still and you know I always will till the end. I will call you mine. I will irgendwas mine. Ja. Das ist doch mal eine schöne Tafel. Jedenfalls werde ich jetzt hier noch die Elemente aus Fondant ein bisschen mit Glitzerpulver, mit Lebensmittelfarbe, einfach bepudern, damit das Ganze schön ist. Oh, das sieht toll aus. Das gefällt der Ella. Anna, das müssen wir in der Aufnahme mitnehmen, das ist schön. Yes, ma'am. Dann wird jetzt die Torte schön zusammengesetzt. Also ich finde tatsächlich, so vom Aufwand her, ging's. So mit den paar Büchern. Oh, das wird süß. So edel. Ah. Zum Glück heißt sie nicht irgendwie Irmgard, Mathilde, Hannelore, Maria und hat so fünf Namen hintereinander. Also edel A passt noch auf die Torte. Wenn ihr halt längere Namen habt, dann... Have fun.
Wie wär's so? Ja. Oh, that's cute. Yeah. Gell? Ja. Dann kommt das da hoch und hier könnt vielleicht noch ein zweites Buch. Das sind die ganzen Buchstaben, die so runterfallen, und die Ella, das sind dann die Buchstaben, die so, wisst ihr, so hervorstechen. Voll süße Idee. Und die liegen hier so am Rand gleich noch. Hier. Jetzt muss ich nur überlegen, wo meine Raupe, der Bücherwurm, rauskommt. Vielleicht hier vorne. Beim E, und dann schlängelt sie sich durch die Torte da so durch. So sieht die Torte jetzt aus. Ich bin auch richtig glücklich darüber. Und hier ist noch das Buch, was Ella modelliert hat. Das hat sie richtig schön gemacht. Und jetzt würde ich sagen, holen wir mal unser Schulkind hierher. Ella, du darfst herkommen. Warst du im Keller? Nein. Okay. Und das Kind denkt sich so, egal. Ella, das ist deine Einschulungstorte. Ich weiß. Wie gefällt sie dir? Gut. Ja? Ja. Ist sie gut gelungen? Ja. Ich habe jetzt hier noch eine Aufgabe für dich. Also zum einen muss ich sagen, mein E war nicht trocken und ich musste es ein bisschen retten. Alles gut, alles gerettet. Und dann habe ich noch Aufgaben für dich hier. Und zwar, weißt du, was hier steht? Nein. Das lernst du auch noch in der Schule. Da steht mein erster Schultag. Und weißt du, was hier steht? Da steht A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Und weiter geht's bei mir gar nicht. Und hier, was steht hier? Matheaufgaben. Ja, das ist Babyeierleich. Das ist 4. Was ist 4? Das. Was steht denn da? 1 plus 3 ist? Und ist 4. Willst du es hinmalen oder soll ich? Magst du es hin? Ja. Warte, wir stellen die mal kurz hier hin, dann kannst du es da hinschreiben. Ich habe einfach zu einfache Aufgaben gemacht. Wie schreibt man rum? Ah ja, wie rum? Also eine 4 schreibst du so. So, so und so. Also. Das ist nämlich so krass, die Ella kann schon im Kopf rechnen. Sehr gut. Mit Pinsel zu schreiben ist ein bisschen schwierig, ne? Ja. Guck mal, da muss man immer den Pinsel, guck mal, das zeige ich euch auch mal, nicht wie ein Stift, sondern wie ein Pinsel halt auch halten, ne? Da macht man so leichtere Bewegungen. So. Und trotzdem ist es schwierig, selbst für mich. Probier du mal. Aber voll Ella, meine Güte, wie du schon rechnen kannst. Sehr gut. Ja, und jetzt, was macht man mit so einer Torte? Anschneiden. Und dann? Weiß ich nicht. Essen? Vielleicht. Sollen wir sie essen? Ja. Willst du sehen, wie sie innen aussieht? Ja. Anschneiden? Nein, die ist so schön. Aber die ist zum Essen da. Und die Sachen können wir ja aufheben obendrauf, okay? Sollen wir zusammenschneiden? Ja. Also. Mach mal den unteren Arm weg. Und hast du das Knuspern gehört? Ja. Das sind die Rice Krispies. Okay. Und jetzt holen wir hier eine Gabel raus. Daumen drücken, dass es gut aussieht. Oh oh, oh oh, das Tortenstück, oh mein Gott, es zerfällt. Das erste ist halt immer schwierig, was soll man sagen? Wunderschön von innen. Aber außen finde ich schöner. Sehr gut. Oh. Wir haben auch einen Kuchen zusammengebacken, den Tag. Mhm. Was sagst du? Lecker. Ja? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist ganz schlecht und 10 ist ganz gut. Wie schmeckt die Torte? Oder warte, in Schulnoten.
Eine 1 ist eine sehr gut und eine 6 ist ganz schlecht. Welche Note gibst du meiner Torte? Unserer Torte? Eine 1 plus? Boah, danke. Kriege ich da ein Zeugnis von dir? Cool. Ach, das ist ja perfekt. Also Ella bewertet unsere Torte mit einer 1 plus. Da bin ich richtig happy. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne noch die Einschulungstorte von Samira anschauen. Die ist natürlich 5 Jahre her, war noch in unserer alten Wohnung. Da war die Ella auch schon da, aber noch ganz klein. Gell? Gut, dann würde ich sagen, genießen wir die Torte jetzt hier alle gemeinsam im Team und mit der Familie. Euch wünschen wir ganz viel Spaß. Und du kannst vielleicht, oh, das ist eine Eintagspflege, ist nicht schlimm. Und du kannst vielleicht noch ganz kurz erzählen, worauf du dich in der Schule am meisten freust. Mhm. Worauf freust du dich am meisten? Mhm. Mathe, Kunst und Sport. Ja, Mathe, Kunst und Sport. Und vielleicht auch die schöne Zeit mit deinen Freunden. Ja. Und mit deinen Lehrern? Ja. Und dass du ganz viel lernst? Mhm. Ach, Ella, meine Maus. Ich könnte den Talk mit ihr jetzt ewig weiterführen. Sie ist so süß. Jetzt haben wir den Moment für die Ewigkeit eingefangen. Mhm. Mein Spatz. Ja. Sollen wir uns jetzt von den Zuschauern verabschieden? Ja. Tschüss. Hasta la vista. Also Ella sagt hasta la vista, auch hasta la vista an euch. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Das bedeutet, hier gibt es jetzt im August erstmal keine Videos von mir. Zumindest keine großen Mittwochs- und Sonntagsvideos. Meine Rezepte könnt ihr wie immer nachlesen in der App oder auf sallys-blog.de. Und wir sind dann wieder zurück mit dem ersten Sonntagsvideo am 4. September. Da gibt es wohl möglich eine Torte. Und falls ihr uns in Berlin besuchen wollt, wir sind nämlich auf der IFA, auf der Internationalen Funkausstellung, beim Stand von Bosch. Da sind wir am 3. September. Das heißt, Samstag am 3. September könnt ihr uns dort live treffen. Mein Team ist mit dabei, Murat ist mit dabei. Wir werden dort in der Küche kochen und backen. Ich bin den ganzen Tag für euch da. Signierstunde, Fotos, Bücher werden signiert. Wir sind da, wir können uns unterhalten, wir können uns kennenlernen. Und das ist quasi auch so das erste Event, was wir wieder wahrnehmen werden. Freuen uns da drauf am Samstag in Berlin und am Sonntag wieder ganz wie gewöhnlich auf meinem YouTube-Kanal hier. Wir genießen jetzt die Torte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und wir sehen uns wieder. Tschüss!